und kämen zum Punkt 16, Antrag der Fraktion der AfD. Paradigmenwechsel der Hessischen Landesregierung auf Kosten der Naturschutzgebiete verhindern. Das ist die Drucksache 21-238 mit dem Tagesordnungspunkt 48. Dann bringe ich den Entschließungsantrag der Fraktion der CDU und der SPD, Drucksache 21-335. Beginnt der Kollege Resch, Markus Resch, AfD-Fraktion. Bitte. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Besucher! Hessen besitzt, ich glaube, da sind wir uns alle einig, äußerst wertvolle Naturschätze, Gebiete, deren höchstmöglicher Schutz uns allen am Herzen liegen sollte. Wie zu lesen war, plant die Hessische Landesregierung einen Ausweisungsstopp für mindestens 9 dieser Gebiete. Rechnet man die Summe dieser Gebiete zusammen, kommt man auf stattliche 2.800 Hektar. Hört man den Naturschutzverbänden zu, die im Angesicht der drohenden Entwertung ihrer Arbeit sich auch von Brandmauern nicht mehr schrecken lassen, wundert man sich schon sehr. Was da an Gebieten nach Meinung der neuen Landesregierung nur zweitklassigen Schutz verdient, will ich Ihnen an Reihen von einigen Beispielen mal aufzählen. Teile des Roten Moors in der Rhön, 50 Hektar. Ein Moor, das es seit 10.000 Jahren gibt, welches ein wichtiges Refugium für Amphibien, Reptilien, Fische, Vögel und seltene Pflanzen darstellt, verdient nicht den höchsten Schutz. Die EU-Natura 2000-Charta sagt da etwas völlig anderes. Aber wahrscheinlich haben die keine Ahnung von Naturschutz. Die Hegbackaue bei Messel. 167 Hektar sind betroffen. Sumpfwälder, Auenwälder, Feuchtgebiete sind dem Ministerium nicht den höchsten Schutz wert. Ich kann das nicht verstehen. Auch betroffene Teile des Kellerwaldes, in Teilen schon Biosphärenreservat, 280 Hektar groß, mit vielen Buchen, seltenen Vogelbeständen, bleiben beim besonderen Schutz außen vor. Der Reinhardswald, der Märchenwald, der schon genug unter den grünen Windkraftprojekten gelitten hat. Dort geht es nun auch den 100-jährigen Buchen an die Rinden. Gerade nun, wo die Luchse aus Niedersachsen und Thüringen beginnen, wieder einzuwandern, wo sollen die Luchse ihre Jungen aufziehen? Auf den Fundamenten der Windkraftanlagen? Warum, fragt man sich, verdienen diese und andere Gebiete nur zweitklassigen Schutz? Würde ich alle Beispiele hier aufzählen, ich würde meine Redezeit erheblich überschreiten. Viele Menschen in Hessen haben vorbildliche, ehrenamtliche Arbeit in den Naturschutzgebieten hineingesteckt, völlig umsonst. Die Hessinnen und Hessen haben gerne mit ihren Steuern für den besonderen Schutz der Naturschutzgebiete bezahlt. Und nun sollen alle diese Mühen und Ausgaben umsonst gewesen sein. Kann das der Ernst der neuen Hessischen Landesregierung sein? Sie sagen, Sie wollen für die Bürger regieren. Dann lassen Sie diese Vorhaben doch einmal in einer der vielen hessischen Schulen oder Universitäten probeweise abstimmen. Unsere Schüler bekommen seit 10 Jahren eingetrichtert, wie toll Klimaschutz, Umweltschutz und Windkraft sind. Ich glaube, Sie würden eine krachende Niederlage erleiden. Ich könnte mir sogar gut vorstellen, dass die Schüler und Studenten Ihnen mit den Worten eines jungen schwedischen Aktivisten antworten würden, how dare you? Wir in der AfD-Fraktion bemerken Ihren Paradigmenwechsel und stimmen Ihnen in Teilen sogar zu. Viele dieser Dinge sind nämlich schon lange von uns angemahnt worden. Wir sind nicht die Einzigen. Schaut man sich z.B. die Kommentare Ihrer eigenen Gutachter zum Windkraftgutachten im Reinhardswald an. Dann wird bewusst, was wir meinen. Da lautet sinngemäß einer der letzten Sätze, die Vorschläge des Hessischen Umweltamtes wären so sinnig wie der Versuch, mit einem dreidimensionalen Sieb Wasser schöpfen zu wollen. Dieser Satz Ihrer eigenen Gutachter charakterisiert für mich 10 Jahre schwarz-grüne Umweltschutzes in Hessen ausgezeichnet. Die Höhen der geförderten Herdenschutzzäune gegen Wölfe wurden von einer CDU-Kollegin vorhin bezeichnet als, da springt sogar mein Dackel drüber, der Wolf aber, der geht da drüber. Das merkt man an den hohen Risszahlen sehr, sehr deutlich.
Vor 3 Wochen war ich von der FDP in Taunusstein zu einem Jagdabend eingeladen. Auch da Brandmauer, naja, nicht so sehr. Nicht der Wolf ist das Problem, sagte mir da der Chef des Hessischen Jagdverbandes, sondern der Waschbär, der von Ihnen eine Schonzeit bekommen hat, obwohl er als invasive Art nach der EU-Verordnung 1143/2014 die gar nicht verdient hätte. 1,3 Millionen Waschbären leben in Deutschland, der Großteil in Hessen. Sie vernichten Bodenbrüter, Reptilien, Fledermäuse und Amphibienbestände und verursachen immense Schäden in Privathaushalten. All diese fragwürdigen Entscheidungen haben Sie mit zu verantworten. Dass Sie nun daraus Konsequenzen ziehen, scheint nur richtig. Aber die hessischen Naturschutzgebiete darunter leiden zu lassen, dem werden wir ganz sicher nicht zustimmen. Denn die Hessen haben die Sicherung dieser Gebiete mit ihren Steuern schon längst bezahlt und haben ein Anrecht auf den bestmöglichen Schutz ihrer ökologisch wertvollen Gebiete. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Das war die erste Rede des Kollegen Resch hier in diesem Hause. Herzlichen Glückwunsch dazu. Nächster Redner ist der Kollege Alexander Hofmann, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Im Staatswald des Landes Hessen gelten die Richtlinien für die Bewirtschaftung des Staatswaldes und die Naturschutzlinie 2022. Beide schränken die naturnahe Bewirtschaftung in unzulässiger Weise ein. Wir fordern eine grundlegende Überarbeitung beider Richtlinien im Sinne einer ordnungsgemäßen Waldwirtschaft. Meine Damen und Herren, diese 3 Sätze waren ein Zitat, und zwar aus dem Programm der AfD zur gerade zurückliegenden Landtagswahl. Diese und 3 weitere kurze Sätze sind übrigens alles, was die AfD in ihrem Programm zum Thema Wald bzw. Naturschutz sagt. Wenn denn die Maßnahmen zutreffen würden, Achtung, Konjunktiv, die Sie in Ihrem Antrag unterstellen, dann müssten Sie die Ersten sein, die jubeln und das unterstützen, getreu Ihres Programms. Die Frage muss also erlaubt sein, wie erklärt sich dieser Widerspruch zwischen den Positionen Ihres Programms und dem, was Sie fordern? Wie erklärt sich, dass ein ganz normaler Vorgang, nämlich dass eine neue Regierung ihre Schwerpunkte setzt und Maßnahmen evaluiert, von Ihnen zum Paradigmenwechsel aufgeblasen wird? Ich gebe Ihnen direkt die Antwort. Es gibt ein Wort dafür, wenn sich jemand als vermeintlicher Anwalt für einen angeblichen Volkswillen oder wie hier, ohne viel Substanz, für den Naturschutz inszeniert. Und es gibt ein Wort dafür, wenn sich jemand als Kämpfer für einen eingebildeten Volkswillen gegen die Politik sogenannter etablierter Institutionen verkauft oder wie hier gegen die düsteren Entscheidungen gegen den deutschen Wald und den Naturschutz, der Ihnen vollkommen und gänzlich egal ist. Das Wort, meine Damen und Herren, lautet Rechtspopulismus. So lässt sich erklären, wie die AfD sich zur Schutzmacht der bedrohten Natur und gleichzeitig zur Förderin einer Ausweitung der Waldwirtschaft stilisieren kann. Und nur so lässt sich erklären, wie man heute in diesem Haus das Gegenteil von dem fordert, was man gestern ins eigene Wahlprogramm geschrieben hat. Und diese rechtspopulistische Strategie hat aber einen entscheidenden Haken. Sie ist wie ein zu oft erzählter Witz. Bei zunehmendem Gebrauch nutzt sie sich arg ab. Es ist nämlich dann schwer zu erkennen, dass ernsthafte Interesse, politische Forderungen, dass ein wirkliches Interesse an Sachfragen nämlich keine Rolle spielen, sondern dass es stattdessen immer und immer wieder um das künstliche Konstruieren von Aufregung und um Selbstinszenierung geht. Und ich kann Ihnen mittlerweile sagen, wir werden dieses Spiel, dieses langweilende Spiel, nicht mehr mitspielen. Die AfD mag unter sich klären, was denn nun gilt, ihr Programm oder die ständig wechselnden öffentlichen Äußerungen. Dieser augenfällige Widerspruch ist aber nicht unser Problem. Wir werden uns stattdessen mit den politischen Fragen, wie der hier in der Rede stehenden, in einer unangemessenen Form beschäftigen, sachlich
unaufgeregt und mit Expertise. Und dazu wird gleich der Kollege leider noch etwas sagen. Deshalb nur so viel hier von mir. Wir wollen den deutschen Wald auch für die zukünftigen Generationen mit all seinen Funktionen erhalten. Und deswegen begreifen wir Natur- und Umweltschutz nämlich als eine langfristige Verpflichtung, mit der man keine billigen politischen Spiele treiben sollte. Man könnte noch so viel mehr zu Ihrem Antrag sagen. Sie greifen ja noch, wie Sie schreiben, die temporäre Klimaerhöhung auf. Man hätte auch einfach Klimawandel schreiben können, den Sie ja aber bekanntlich nicht anerkennen. Und plötzlich finden Sie Europa dann auch nicht, stimmt nicht, lesen Sie mal Ihr eigenes Programm, und finden plötzlich dann Europa doch auch nicht so schlecht, wenn Sie sich auf die europäische Biodiversitätsstrategie berufen. Doch ich will meine Zeit und die des restlichen Hauses nicht weiter mit Ihrem Populismus verschwenden. Wir werden Ihren Antrag selbstverständlich ablehnen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Auch das war die erste Rede. Alexander Hofmann, herzliche Gratulation dazu, mein Lieber. Das Wort hat jetzt die Kollegin Vanessa Kronemann, Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen! Immer wenn man denkt, absurder geht es eigentlich nicht mehr, wird man eines Besseren belehrt von dieser Seite dieses Hauses. Und wir haben ja wirklich ein Beispiel par excellence irgendwie vorgeführt bekommen, weil gerade die Fraktion, die vor allem auch in der letzten Wahlperiode immer wieder, auch wenn es nur ansatzweise, um das Thema Naturschutz ging, sich darüber verächtlich gemacht hat, dass Sie sich jetzt hier als die großen Naturschützerinnen hinstellen, das ist schlichtweg absurd und lächerlich. Und ich mache das gerne deutlich anhand Ihres Antrags, weil der zeigt es nämlich ganz genau. Sie haben sich mit dem Thema nicht mal auseinandergesetzt. Sie haben sich nicht mal die Mühe gemacht, nach dem Ausschuss, wo wir ja auch ausführlich über das Thema gesprochen haben, Ihren Antrag anzupassen, wo es ja noch einmal zusätzliche Informationen gab. Zu Punkt 1. Es handelt sich um 13 Naturwaldflächen, nicht 9. Das hätte man ruhig einmal anpassen können, nachdem man auch nachgefragt hat. Hat Sie nicht interessiert, interessiert Sie auch grundsätzlich nicht. Punkt 2. Die Luchse im Reinhardswald. Vielleicht schauen Sie einmal, wo der Reinhardswald liegt. Das wäre vielleicht mein Ansatz. Dann könnten Sie nämlich auch wissen, dass die Nähe zu Thüringen nicht gerade unmittelbar ist. Das aber in der Nachbarschaft unmittelbar Niedersachsen liegt und dort auch vorher Luchse waren. Und deshalb erklärt sich auch, wo die herkommen, könnte man alles wissen, wenn man sich damit auseinandergesetzt hätte. Zu Punkt 3. Die 5%, um die es hier geht, die können nicht durch die Ausweisung von Naturschutzgebieten erreicht werden. Selbst wenn sie jetzt ausgewiesen werden würden, könnten sie nicht erreicht werden. Wir sind bei den 4,3%. Die restlichen 0,7% müssten durch weitere Flächenstilllegungen stattfinden. Dafür braucht es Anreize, gerade für die, oder gibt es auch schon Anreize für die Privatwaldbesitzenden und auch für die Kommunen. Das könnte man auch wissen. Wenn man sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat, haben Sie natürlich nicht. Und Punkt 5. Erneut, und das ist ja auch keine große Überraschung, erneut leugnen Sie den menschengemachten Klimawandel. Und ich komme ja aus dem Reinhardswald, deshalb kann ich Ihnen auch ganz klar sagen, die BIs vor Ort wollen nicht von Ihnen vereinnahmt werden, und die wollen auch nichts mit Ihnen zu tun haben. Und
Was die hessischen Wälder bedroht, ist der Klimawandel. 26.000 Hektar, das ist mehr als die gesamte Fläche des Naturparks Reinhardswald, sind durch Hitze und Dürre abgestorben. Und wenn Sie wirklich den Wald erhalten wollen würden, würden Sie sich für den Klimaschutz und für den Ausbau der Erneuerbaren, sprich Windkraft, einsetzen. Keiner nimmt Ihnen ab, dass Sie sich für den Naturschutz einsetzen. Das zeigt auch noch einmal eindrücklich dieser Eintrag. Und wer die Natur liebt, wer seine Heimat liebt, will sie schützen und kann deshalb nie die AfD wählen. Und unsere Kritik ist bekannt, und wir haben ja auch im Ausschuss darüber gesprochen. Ich finde, dieser Antrag lohnt es sich nicht, sich da noch einmal darüber zu unterhalten, weil hier geht es nicht um die Frage des Naturschutzes, sondern hier geht es um ein sehr instrumentelles Verhältnis und eine Inszenierung der AfD, und an der wollen wir uns nicht beteiligen. Deshalb bis dahin vielen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner, der Kollege Ley, CDU-Fraktion. Dominik, bitte. Dauert noch kurz einen Moment. So, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen des Hessischen Landtags, sehr verehrte Damen und Herren hier oben in den Zuschauerrängen, zu Hause an den Geräten und im Livestream. Damit das erst einmal hier in aller Deutlichkeit hinterlegt ist, diese Koalition steht fest zum Naturschutz im Wald. Und ein Punkt hat sich eben auch noch aufgedrängt, wo ich gesagt habe, ich finde es ja fast schon schön, dass die AfD sich jetzt endlich mal auch um braune Sümpfe kümmern will. Das kann ja gar nicht verkehrt sein. Da ist vielleicht mal an der richtigen Adresse. Also, so. Als Hessen haben wir ein ganz besonderes Verhältnis zu unserem Wald. 40% unserer Landesfläche sind vom Wald bedeckt. Wo ich herkomme, in Nordhessen, sind es auch schnell mal 50%. Er ist unsere grüne Lunge, und dementsprechend wollen wir uns da intensivst drum kümmern. Neben der nachhaltigen Nutzung von Holz betrachten wir natürlich den Erhalt der biologischen Vielfalt, Schutz von Klima, Wasser und Boden sowie die Möglichkeit zur Erholung und zu Naturerlebnissen für den Menschen als festen Bestandteil der Waldbewirtschaftung, so wie wir es verstehen. Die Landesregierung hat die laufenden Verfahren zur Ausweisung von Naturschutzgebieten gestoppt. Völlig richtig. Und damit die Pläne, sämtliche Flächen größer als 100 Hektar als Naturschutzgebiet auszuweisen, in die Neubewertung gegeben. Nicht mehr und nicht weniger. So, jetzt mal zu den Gründen. Es ist keine Frage von mehr oder weniger Naturschutz, sondern es ist eine Frage von mehr oder weniger Bürokratie. Es geht um Verfahrensfragen, es geht um Zuständigkeiten. Was hier für die neue Landesregierung gilt, das hat ein sehr weiser Mann, jung in Jahren und kurzer Frisur, schon mal knackig kurz zusammengefasst, unser hessischer Landwirtschaftsminister, der da nämlich gesagt hat, wenn wir mit weniger Bürokratie ein Ziel erreichen können, dann muss man diesen Weg gerade in Zeiten wie diesen auch gehen. Eine Aussage, hinter die wir uns als Koalition allesamt feststellen. Wir legen vertrauensvoll die Verantwortung zurück in die Hände der Förster, der Jäger, den besten Naturschützern, die wir haben. Anstatt komplexer Freigabe- und Zustimmungsschleifen setzen wir auf Entscheidungen vor Ort, weniger Dirigismus, sondern Handlungsfreiheiten für die Experten des Waldes. Gerade im Sinne des Klimaschutzes müssen wir Bürokratie abbauen, wo es nur geht. Schneller entscheiden und schneller handeln geht nun mal nicht anders. An dieser Stelle mein ausdrücklicher Dank an alle, die Verantwortung
für unseren Zukunftswald übernehmen. Da danke ich allerdings unseren Förstern im Staatswald, unseren Jägern und natürlich aber auch allen anderen weiteren im Wald Beschäftigten. Jetzt kommen wir zu den Hauptargumenten, was ich so gehört hatte. Den einen geht es in dieser Debatte so ein bisschen um das Etikett Naturschutzgebiet, wahrscheinlich auch als Arbeitsnachweis vor dem eigenen Wahlklientel. Es ist geschenkt, ist in Ordnung, verständlich. Spannend finde ich persönlich, dass man aber auch als eines der Hauptargumente immer wieder zu hören bekommt, ja, da ist so viel Arbeit investiert worden, da sind so viele Stunden von der Verwaltung reingesteckt worden, jetzt kann man das doch gar nicht ablenken und das muss doch jetzt und wir können doch nicht mehr anders. Und wo ich dann sage, da muss man doch einfach mal die Gegenprobe sagen, ich glaube, der Herr Müller hatte das mal erwähnt, da muss man doch die Gegenprobe wagen und sagen, warum hat man es dann überhaupt gemacht? Letzten Endes ist da so viel Potenzial und Arbeitszeit drauf versemmelt worden, das hätte man sicherlich sinniger einsetzen können. Auch das Argument, die neue Landesregierung kann doch jetzt nicht einfach stoppen, was die alte beschlossen hat. Also bei aller Liebe, wir können natürlich Inhalte, Schwerpunkte neu setzen. Und das machen wir auch. Und ich glaube, das gehört zum Demokratieverständnis dazu, dass man das dann auch zu akzeptieren hat. Sondern auf der anderen Seite, wir brauchen da auch wirklich keine Nachhilfe beim Bereich Natur- und Umweltschutz von der AfD. Also bei aller Liebe, ich sage, wir wollen hier schlankere Strukturen für einen Wald der Zukunft. Sie setzen sich da nochmal so jetzt schnell auf den Zug drauf, wollen ein bisschen Robin Hood spielen. Wenn ich mir da so Ihr Wahlprogramm durchlese, denke ich weniger an Kevin Costner, sondern mehr an Helden in Strumpfhosen. Also von der Warte aus gesehen geht es uns am Ende ganz einfach darum, der Wald muss fit für die Zukunft gemacht werden. Wir vertrauen unseren Förstern, wir vertrauen unseren Jägern, wir vertrauen allen, die tagtäglich im beruflichen Alltag Naturschutz betreiben. Und damit gilt, die Renaissance der Realpolitik im Naturschutz hat begonnen. Danke. Vielen Dank, Kollege Ley. Das war auch die erste Rede des Kollegen Ley. Herzlichen Glückwunsch, Dominik. Nächste Rednerin, die Kollegin Wiebke Knell, FDP-Fraktion. Bitte sehr, Wiebke. Ja, mehr Leute aus dem Schwalm-Eder-Kreis schaden erstmal nicht. Das ist so. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine verehrten Kolleginnen und Kollegen, heute ist Tag des Paradigmenwechsels, muss ich feststellen. Ja, bei der CDU ist das erstmal positiv, wenn man endlich auch wieder den Förstern und Jägern vertraut. Da freue ich mich sehr drüber, weil das ist, sind die nicht gewohnt, das bin ich nicht gewohnt. Bei der AfD und diesem Antrag ist es ehrlich gesagt ziemlich lächerlich und unglaubwürdig. Und Ihr Antrag, der Antrag ist ein völlig wirres Papier. Ja, anders kann man das nicht nennen. Der Antrag ist in sich widersprüchlich. Und der Antrag strotzt auch nur so von falschen Behauptungen und verdrehten Tatsachen. Und Sie fantasieren eine Herabstufung von Waldflächen herbei, die es schlicht und ergreifend nicht gibt. Sie fantasieren einen Paradigmenwechsel herbei, den es nicht gibt. Und Sie fantasieren von Windkraftanlagen und dem europäischen Lux, obwohl beides mit dem Thema überhaupt nichts zu tun hat. Und dann schreiben Sie auch noch in dem Antrag, die Landesregierung würde von grüner Klimaschutzideologie abkehren. Und in demselben Antrag fordern Sie die Landesregierung aber auf, von dieser Abkehr abzukehren. Und das heißt ja nichts anderes, als dass die AfD jetzt offiziell grüne Klimaschutzideologie verfolgen will. Also herzlichen Glückwunsch, das sind ganz neue Sachen, die wir hier hören. Und in den vergangenen 5 Jahren haben Sie hier sämtliche Natur- und Klimaschutzmaßnahmen als Ökosozialismus abgestempelt. Also lesen Sie sich mal die alten Plenarprotokolle dazu durch. Und plötzlich wollen Sie sich als Retter des hessischen Waldes inszenieren. Und noch vor 5 Wochen, in der letzten Plenarwoche, haben Sie einen Antrag eingebracht, da war zu lesen, ich zitiere, der Landtag bekennt sich zu den Prinzipien Schutz durch Nutzung und Freiwilligkeit vor Ordnungsrecht. Zitat Ende. Schutz durch Nutzung. Und 5 Wochen später sind Sie auf einmal große Freunde von Nutzungsverboten und Flächenstilllegungen. Also anders ist Ihr Antrag ja nicht zu deuten. Ich finde das einfach nur unglaubwürdig. Und
Meine Damen und Herren, als ob das nicht schon alles widersprüchlich und wirr genug wäre. Es wurde ja eben schon erwähnt. Dann guckt man ins AfD-Landtagswahlprogramm. Und dann steht dann wirklich, die AfD fordert eine grundlegende Überarbeitung beider Richtlinien im Sinne einer ordnungsgemäßen Waldwirtschaft. Und ich weiß gar nicht, ob Sie das selber merken, aber das, was Sie hier heute jetzt beantragen, ist ja exakt das Gegenteil. Und es geht hier ja nicht um Flächen, die bereits als Naturentwicklungsflächen ausgewiesen sind, sondern da findet per Definition eben dann auch keine Bewirtschaftung statt. Meine Damen und Herren, wir haben das Thema des Ausweisungsstopps bereits im Ausschuss diskutiert. Ja, da hätte man auch daraus lernen können. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich halte das Thema ehrlich gesagt für total unspektakulär. Ja, weder könnte irgendjemand darlegen, warum dieser Ausweisungsstopp jetzt ein Problem für den Naturschutz sein sollte, noch konnte Minister Jung erklären, wie genau er jetzt mit dieser Maßnahme Bürokratie abbauen will. Also der Wegfall einer Ebene, ehrlich gesagt, reicht mir da nicht. Und wenn Sie Bürokratie abbauen wollen, Herr Minister, habe ich einen besseren Vorschlag für Sie. Beenden Sie die FSC-Zertifizierung des Staatswaldes. Weil da fließt ja immer noch jedes Jahr ein Millionenbetrag an eine private Lobbyorganisation, ohne dass der Wald davon irgendeinen Vorteil hätte. Und diesen Millionenbetrag könnten Sie sparen. Man hört ja auch, dass die Landesregierung jetzt nicht ganz so im Geld schwimmt wie vielleicht in der Vergangenheit. Und Bürokratie würde man damit auch noch gleich mit abbauen. Und deswegen ist das aus meiner Sicht ein sehr konstruktiver Vorschlag, den Sie gerne so umsetzen können. Und, meine Damen und Herren, vor diesem Hintergrund lehnen wir auch den dringlichen Entschließungsantrag der Koalition ab. Da stehen zwar einige richtige Sachen drin, ja, also nachhaltige Waldbewirtschaftung und Natur- und Umweltschutz sind natürlich kein Gegensatz, das sehen wir auch so, damit haben Sie recht, aber diese Argumentation erhält dann doch den Bruch in Punkt 4, wenn Sie dann auf einmal doch 10% Flächenstilllegung festhalten wollen. Und für uns Freie Demokraten sind Waldbewirtschaftung und Naturschutz tatsächlich keine Gegensätze. Und deswegen lehnen wir Flächenstilllegungen im Staatswald ab, und zwar komplett. Und damit sind wir übrigens auch nicht alleine, sondern das sehen ja sehr viele Praktiker und Wissenschaftler genauso. Meine Damen und Herren, die Wälder sind nach wie vor in einem schlechten Zustand. Ich glaube, da werden wir auch noch einige wichtige Debatten in den kommenden Jahren führen. Allerdings helfen uns die Anträge der AfD in diesem Punkt wirklich nicht weiter. Deswegen lehnen wir das auch ab. Und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollegin Knell. Das Wort hat Herr Staatsminister Jung. Ingmar, bitte. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist selten so, dass die Regierung ans Pult tritt und eigentlich alles zu einem Antrag schon gesagt und widerlegt wurde. Deswegen fällt es mir schwer, jetzt noch so viel Neues zu sagen. Aber ich werde vielleicht noch einmal kurz darlegen, worum es hier eigentlich geht, und den einen oder anderen Punkt aus den Reden, die wir eben gehört haben, aufgreifen. Nur, dass mal eins klar ist, weil das auch verschwommen ist. Was haben wir denn eigentlich gemacht? Die Landesregierung, die Vorgängerregierung, hat entschieden, 10% der Staatswaldfläche stillzulegen, sogenannte Naturwaldentwicklungsflächen dort einzurichten und dort in der Tat den Staatswald komplett aus der Nutzung zu nehmen, um Artenvielfalt zu fördern, um auch auszuprobieren und beobachten zu können, wie der Wald sich selbst weiterentwickelt und letztlich um Naturschutz dort zu betreiben und unseren Teil zur Biodiversitätsstrategie als Landesregierung zu leisten. Dazu bekennt sich auch diese Landesregierung und daran hat sich nichts geändert, meine Damen und Herren. Und Frau Knell hat zu Recht gesagt, dass sie nicht versteht, wo die Aufregung überhaupt herkommt. Was haben wir denn gemacht, nachdem 2010 haben wir damit begonnen, da wart sogar ihr noch dabei, die Entscheidung zu treffen. Deswegen frage ich mich, warum ihr jetzt gar nichts mehr stilllegen wollt. Und seit 2013 haben wir diese Naturwaldentwicklungsflächen. Bis 2020 haben wir in all diesen Flächen Naturwaldentwicklungsflächen gehabt und kein einziges Naturschutzgebiet noch einmal darüber gelegt. Und wir haben festgestellt, es hat kein Holzeinschlag stattgefunden, es hat keine Nutzung stattgefunden, außer Gefahrenabwehrmaßnahmen mal Holzeinschlag. Und die Försterinnen und Förster haben es geschafft, den Naturschutz dort hervorragend zu gewährleisten. Dann gab es die Entscheidung, wir legen noch eine zweite Ebene darüber, bei den Flächen über 100 Hektar.
Weil natürlich, das wissen wir alle, das von gewissen Verbänden gefordert wurde. Und das Einzige, was wir jetzt gemacht haben, auf dem letzten 1% Staatswaldfläche, bei denen die Ausweisung noch nicht vorgenommen wurde, wollen wir jetzt mal ausprobieren, ob auch weiterhin wie in den 11 Jahren davor unsere Förster und Förster in der Lage sind, die Voraussetzungen umzusetzen und den Naturschutz selbst zu betreiben. Mehr ist nicht passiert. Wir vertrauen einfach mal wieder unseren eigenen Leuten. Und das ist das, was wir beschlossen haben, meine Damen und Herren. Und Frau Knell, wenn Sie sagen, Sie können, ich konnte nicht erklären, wo das ein Bürokratieabbau ist, dann wiederhole ich gerne auch das noch einmal, was ich im Ausschuss berichtet habe. Wenn Sie über eine Naturwaldentwicklungsfläche zusätzlich ein Naturschutzgebiet rüberlegen, dann müssen die Försterinnen und Förster, die die Entscheidungen vor Ort treffen, bei jeder Einzelmaßnahme noch einmal mit der Naturschutzbehörde in Austausch treten und sich die Maßnahme genehmigen lassen. Das sind zwei Ebenen, die beteiligt werden. Das ist für uns, wenn das Ziel auch leichter zu erreichen ist, mit einer Ebene eine unnötige Bürokratie. Und deswegen probieren wir, ob es auch ohne die geht. Zum Thema Bürokratie hat der Kollege Ley ja einiges gesagt. Weil die AfD uns plötzlich vorwirft, sagt, wenn da schon mal Beamte dran gearbeitet haben, dann muss man das doch so machen. Es ist erstaunlich, dass Sie sonst eigentlich alles ändern wollen, plötzlich sich auf eingesetzte Arbeitsstunden berufen. Ja, meine Damen und Herren, Herr Ley sagt völlig zu Recht, wenn es falsch war, muss man sich fragen, warum sind denn diese Arbeitsstunden überhaupt eingesetzt worden? Und für uns als Landesregierung ist doch nicht entscheidend, wer mal wo irgendwann gearbeitet hat, sondern wir bewerten ab heute für die Zukunft, wo der Einsatz sinnvoll ist. Und wenn er nicht sinnvoll ist, wird er nicht mehr gemacht. Und das verstehen wir unter Bürokratieabbau, meine Damen und Herren. Und dann hat Herr Hoffmann völlig richtig auf die Motivation der AfD hingewiesen. Ist ja geradezu der Antrag. Der Ministerpräsident würde sagen, ist ja geradezu putzig, was Sie hier vortragen und was Sie hier beantragen. Also alles, was Sie zu Naturschutz in Ihrem Wahlprogramm haben, hat er schon vorgelesen. Ich kann noch einen draufsetzen. Als wir über das Naturschutzgesetz oder Sie hier diskutiert haben in der letzten Periode, hat der Kollege Schenk von der AfD zu diesen Flächen gesagt, auf 10% der Staatswaldfläche ist schon jetzt der Einschlag von Holz verboten. Dadurch werden die heimische Landwirtschaft und der Steuerzahler geschädigt. Das hat die AfD noch in der letzten Periode gesagt. Jetzt wollen Sie ja nichts mehr erinnern. Das ist wirklich lächerlich, was Sie hier vortragen, meine Damen und Herren. Und dann hat Frau Kronemann völlig zu Recht auf diese groben handwerklichen Fehler hingewiesen, die Sie in Ihrer Rede drin haben. Und Frau Kronemann, Sie haben schon in einer übrigens sehr guten Rede, weil Sie sich darauf auch bezogen haben, was wir miteinander im Ausschuss alles ausgetauscht haben, wo wir auch einiges miteinander besprechen konnten, was die AfD offenbar nicht mitbekommen hat, völlig darauf hingewiesen, was für ein Unsinn hier drin steht. Herr Recht, Sie haben vorhin angefangen, haben da mit Tränen erstickter Stimme fast erklärt, 2.800 Hektar sind betroffen. Erstens ist es gar nichts betroffen, weil in der Nutzung gar kein Unterschied passiert. Zweitens habe ich im Ausschuss berichtet, dass sogar 4.000 Hektar sind. Wenn da mal einer zugehört hätte aus Ihrer Fraktion, würden Sie hier nicht falsche Zahlen vortragen. Es ist wirklich peinlich, meine Damen und Herren. Und dieser Antrag wirklich, es sind 13 Gebiete statt 9. Die Luchse kommen woanders her. Die sind auch nicht auf irgendwelchen Windkraftanlagen. Sie haben hier noch die falschen Flächen drin. Es ist wirklich peinlich, meine Damen und Herren. Und dann reden Sie von der Windkraftideologie der Grünen. Wissen Sie, was diese Grünen gemacht haben bei der Naturwaldentwicklungsflächenauswahl? Sie haben genau nicht die Vorranggebiete genommen, weil es da keine Überschneidung gibt. Nicht ein Windrad wird in diesen Flächen gebaut. Es ist wirklich lächerlich, was Sie hier vortragen. Sie versuchen... Herr Minister, darf ich Sie an die Redezeit erinnern? Sie versuchen hier wieder ein Thema, bei dem Sie glauben, dass es irgendjemand gerade spannend findet, aufzugreifen, um Ihre Ideologie zu machen. Es ist wirklich handwerklich schlecht. Sie haben im Ausschuss nicht zugehört. Und dieser Antrag ist wirklich das Papier nicht wert, auf dem er geschrieben ist. Und Sie zeigen mal wieder, dass Sie wirklich keine Alternative für gar nichts sind. Herzlichen Dank.
Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Wir sind am Ende der Aussprache. Gremien zur Abstimmung. Antrag der AfD soll in den Ausschuss. Also geht in den Ausschuss, wie vereinbart, steht auch hier. Und dann haben wir den dringlichen Entschließungsantrag. Fraktion der CDU, Fraktion der SPD, den stimmen wir ab. Wer dafür ist, den bitte ich um das Handzeichen. CDU, SPD und der Kollege. Wer ist dagegen? AfD, FDP und Bündnis 90 Die Grünen. Damit ist der Antrag mit Mehrheit angenommen. So, bevor wir jetzt weitermachen, begrüße ich auf der Tribüne unseren langjährigen Kollegen und Freund, Alterspräsidenten Horst Klee. Bitte, herzlich willkommen. Applaus